damit. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, mich hat mittlerweile auch das Fieber gepackt vom Spiel Astellia, wie so viele andere mittlerweile auch, die jetzt gerade hier angerannt kommen. Ich habe jetzt den Auftrag bekommen, dass ich mit den Wächter Nebra sprechen soll. Da werden wir jetzt erstmal hinlaufen. Da ist er schon. Oder der Wächterin, besser gesagt. Food can be a big help when fighting. Bist du bereit zu gehen? Ich habe etwas Essen für dich vorbereitet. Gutes Essen kann nützlich im Kampf sein. Vergiss nicht zu essen, wenn du gegen einen starken Gegner antrittst. Okay. Was ich vergessen hatte zu sagen, dass wir in der letzten Folge versucht haben, ja, den Bereich ein bisschen zu sichern, damit uns nicht die bösen Mächte überrannen. Was aber nicht so wirklich geklappt hat. Faye ist auf einmal weg. Und ich denke mal, das kann ich einsammeln. Ja, Faye ist auf einmal weg und wir werden jetzt auf Abenteuerreise gehen. Jetzt treffen wir uns aber erstmal mit dem Wächter Schune. Der Wächterin, Entschuldigung. The effects of bite-sized and normal food will stack. Die Wirkung von mundgerechter und normaler Nahrung addiert sich. Achte darauf, sie zusammen zu essen, bevor du auf die Jagd gehst oder längere Kämpfe gegen einen starken Gegner beginnst. Okay. Ich krieg hier auch nochmal was Kostenloses. Nein, ich will nicht mit dir reden. Dann müssen wir mit Malion sprechen. Aber sehr schöne Umgebung, muss ich sagen. Ultra Tonics will allow you to maintain two or more Astels. Wenn du Ultra Tonica verwendest, kannst du zwei oder mehr Astels nutzen. Mache ich ja jetzt auch schon. Vergiss nicht, dass der Astellianer seine Macht aus den Astels bezieht. Alles ist bereit. Du solltest in Mayville Halt machen, um dich vorzubereiten, bevor du zur Sternenrufergilde gehst. Master, the wheel of fortune has begun to turn. The raid on Solodius was only the beginning. Uria, the centurion, and there's much more. We need to become stronger, to rescue Faye, and to take control of our fate. The power of Astellion is that of the stars. Stars do not shine by themselves. They gather together and reflect each other's light. Let's go, Master. There are many Astels who will lend you their aid. Their power is drawn from the constellations. Ja, recht hat sie, weil wenn man mal auf die Karte guckt, beziehungsweise ins Buch reinguckt, sieht man zwei volle Seiten, okay, nicht ganz volle Seiten, voller Astels. Wobei viele richtig cool aussehen und bei einigen bin ich echt mal gespannt, was die so bringen, auch im Kampf und so weiter. Ja, aber zuerst müssen wir Aiden im Hafen begrüßen. Da reiten wir dann auch mal hin. Okay, ich hatte gedacht, dass ich so vielleicht schneller drücken kann, dass die schneller reitet, aber das scheint nicht zu gehen. Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Was seid ihr denn? Laufende und tanzende Blumen. Das ist ja cool. Okay. Also ich muss immer wieder betonen, dass dieses automatische Laufen richtig cool ist. Bei Teso würde das zum Beispiel nicht gehen, weil da würden einen dann ja die Gegner zwangsläufig irgendwann angreifen. Sag mal, wie läuft die denn hier? Aber es ist schon richtig klasse. Also gerade auch, wenn man nicht genau weiß, wo man jetzt eigentlich hinlaufen muss, wie jetzt bei mir, da das ja jetzt alles, ja, wirklich noch der Anfang ist und ich noch nicht so genau weiß, wie ist das Ganze markiert, wenn man sich die Karte anguckt. Ich meine, hier müssen wir gleich noch hin, Mayville, da hat sie eben von gesprochen. Kann man hier eigentlich reinzoomen? Nee, anscheinend nicht. Auch nicht mit Plus oder so, nee. Diese braunen, ja, wie soll ich das sagen, diese Wappen hier, die
kennzeichnet immer, wo wir als nächstes hin müssen. Aber wenn man es nicht so genau weiß, ist es natürlich trotzdem klasse, dass man da auch automatisch hinlaufen kann. Vor allen Dingen, man kann sagen, okay, ich gehe jetzt zum nächsten Ziel. Keine Ahnung, hol mir in der Zeit einen Kaffee oder so. Das finde ich richtig toll. Was ich nicht so toll finde, dass das hier hinten gerade richtig unscharf aussieht. Also das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob man das noch einstellen kann, ob das mit der Sichtweite zu tun hat. Ich könnte es mal ausprobieren, weil sowas stört mich dann doch. Also ich meine, ich habe einen HD-Monitor, es wird auch auf HD aufgenommen und alles. Und dann sind da halt solche, ja, richtig eklig aussehenden Flatschen im Bild. Und das kann ich so gar nicht ab. Oh, have you recovered now? Oh, du siehst gut aus, Sternrufer. Du scheinst dich gut erholt zu haben. Jetzt weiß ich, wer der wahre Held in der Schlacht vor 4 Monaten war. Sion und Handemar kämpften tapfer, aber wenn du nicht gewesen wärst, um die Küste zu verteidigen, hätten wir alles verloren. Zusatzbelohnungen? Uraltes Fragment. Ein Fragment des Magieturms, das ein uraltes Königreich der Magie aufrechterhielt. Sammler glaubten, dass dieses alte Fragment mit seiner Kraft des alten arkanen Königreichs Glück bringt. Bring dieses uralte Fragment zu einem speziellen Händler in Rakferrand, um Gegenstände zu erwerben, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Okay. Also wenn ich mal nicht so richtig lesen kann, ist das, weil ich gerade ziemlich Migräne habe, aber trotzdem total versessen darauf bin, hier weiterzuspielen. Und ja, gerade irgendwie nicht so richtig lesen kann, weil es so ein bisschen verschwommen ist auch. Ich werde dich anfeuern. Ich hoffe wirklich, dass du deine Schwester findest. Ach, das ist meine Schwester. Okay, das habe ich bisher irgendwie noch nicht verstanden. Da kriege ich nochmal solche Sterne, okay? Ja, das hast du schon mal gesagt. Möchtest du vor der Abreise noch einen Blick auf die Küste werfen? In den letzten 4 Monaten, was wie? Hat sich viel verändert. Die Namen des Krieges sind noch nicht vollständig verheilt. Hier steht jetzt... Achso, das ist die Küste hier. Naja, hat sich viel verändert. Okay, hier unten ist jetzt Wasser. Verhexte Frau. Sind das diese Nebenquests eventuell? Ich versuche mal hier was... Nee, aber ich könnte jetzt wahrscheinlich mit ihr kämpfen oder so. Das möchte ich ja nicht. Also sie ist ja gelb, sie ist mir ja... Gut, spielendes Kind. Gut gesinnt, so, das wollte ich eigentlich sagen. Estelle, da. Es sieht wirklich sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Aber wir gehen jetzt trotzdem nach, Neville, wollte ich jetzt gerade sagen. Ah, Moment, da steht was mit Turan. Ach, das sind wahrscheinlich diese Nebenquests, denke ich mal. Den nehmen wir mal eben an. It's good to see you again, Starcaller. Schön, dich wiederzusehen, Sternrufer. Das dürfte die Quest sein. Oh, Sternrufer, wo bist du gewesen? Ich wurde durch einen Dämonenangriff schwer verletzt. Oh nein, geht es dir jetzt besser? Es ist viel besser geworden. Ach so, sie wurde verletzt. Nach dem Ende dieser Schlacht haben viele Soldaten dich gesucht, Sternrufer. Wir konnten deinen Namen nicht auf der Liste derer finden, die getötet oder vermisst wurden. Wir haben sogar bei der Sternrufer-Gilde nachgefragt. Aber es gab... Ja, mehr kam jetzt nicht. Du wolltest uns sehen? Warum? Du hast das Leben zahlloser Soldaten gerettet. Hättest du das dunkle Artefakt der Dämonen nicht zerstört, hätten wir es nie geschafft, diesen Ort zu halten. Möchtest du diese Soldaten treffen? Sie sind gleich dort drüben. Ja. Wenn es nicht so lange dauert. Warum triffst du dich nicht mit den Dorfbewohnern? Wir alle arbeiten hart, um den Albtraum von vor 4 Monaten hinter uns zu lassen. Oh, ich denke mal, das waren jetzt 2 verschiedene Quests, die ich gerade angenommen habe, aber okay. treffen wir doch erstmal die Soldaten. Die läuft aber auch sowas von bescheuert. You're safe, Starcaller. Du lebst, Sternrufer. Gelobt sei Norden. Dank dir konnten wir diesen Ort beschützen, Sternrufer. Hier sieht es viel besser aus als vor 4 Monaten. Man sieht, dass sehr viel wieder aufgebaut wurde, aber der Schaden war enorm und die Wunde ist immer noch nicht vollständig verheilt. Ritter, Soldaten und sogar Sternrufer
Viele Menschen wurden getötet. Wo ist der Sternrufer, der den Centurio gestoppt hat? Sie schien ein äußerst fähiger Sternrufer zu sein. Meister, wenn wir sie treffen könnten, erfahren wir vielleicht mehr über Astels. Der Sternrufer des heiligen Lichts, Sion. Sternrufer Sion wurde im Kampf getötet? Jemand wie sie? Ich fürchte, Sion ist gestorben. Wenn du mehr wissen willst, solltest du Handemar fragen. Ich will nicht mit diesem Bastard reden, dieser dreckige Verräter. Okay. Ja, dann... Hier steht aber, sprich mit Turand. Er hat doch gerade noch einen anderen Namen gesagt. Aber okay, dann reden wir jetzt erstmal damit. Ich bin ja jetzt irgendwie schon voll fasziniert. Ich hatte ja richtige Schwierigkeiten am Anfang mit der Steuerung, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so einigermaßen in den Griff bekommen. It's good to see you again, Starcaller. Es tut mir leid zu hören, was mit den Sternenrufer Sion passiert ist. Nach der Dämoneninvasion verschwand Sion während der Beseitigung der Überreste. Es wäre toll, wenn sie so wie du zurückkehren würde. Okay. Das war jetzt abgeschlossen. Na gut. Dann sprechen wir jetzt mit dem Fischer. Wo läuft die hin? Da. Now that the fish is back. I should get back to work. Hey du, kannst du mir etwas Trockenfleisch als Köder bringen? Wo ist er, der getrocknete Fisch? Oh, ein Astell ist bei dir. Du musst ein Sternenrufer sein. Wenn ich gewusst hätte, dass du ein Sternenrufer bist, hätte ich dich nicht um einen so simplen Gefallen gebeten. Es ist nur so, dass im letzten Krieg mein Bein verletzt wurde, denke ich mal, heißt das. Das finde ich ein bisschen doof, dass die Übersetzungen irgendwo mittendrin aufhören. Warte mal, ich werde ihn für dich holen. Nein, das ist Unsinn. Es ist wirklich in Ordnung. Es gab im letzten Monat kaum Fische, aber jetzt sind sie wieder da. Ich sollte zurück aufs Meer fahren. Das alles haben wir dir und den Rittern zu verdanken. Die Fische sind zurück und im Dorf geht es auch gut. Wir werden wieder auferstehen. Okay, ach, jetzt kann ich mit der verhexten Frau sprechen. Ah, okay. Cool. Will he come back? Das sieht aber echt hübsch aus. Ich habe gehört, dass die Fische wieder da sind. Ich nehme an, das Meer sei durch die Dämonen verdorben worden. Aber wie es aussieht, heilt es schneller als erwartet. Die Fische sind zurück. Nur mein Sohn hat es nicht geschafft. Doch arbeite ich immer noch, Tag für Tag, jeden Tag. Ich arbeite einfach immer weiter. Ich wache morgens auf, kümmere mich um das Angelzeug, frühstücke, warte auf die Rückkehr meines Mannes vom Meer, kümmere mich um die Höfe. Ich arbeite immer weiter, andauernd. Achso. Sprich mit dem Kind, okay? Hier war irgendwo ein... da hinten. Hallo? Once I sleep 100 nights, father will come back. Also sprich mit dem Turand. Okay, ich laufe dem so schön hinterher. Es geht nicht nur darum, Fae zu finden. Es geht darum, tausende von Menschen zu schützen. Wir müssen Eurya ja aufhalten. Du brauchst ein Ziel, Meister. Wir müssen weitere Astels finden. It's good to see you again, Starcaller. Wir haben seit dem Heiligen Krieg von Maglev keine so große Invasion mehr erlebt. Aber warum haben sich die Dämonen plötzlich zurückgezogen? Auch dieser Riesengolem ist verschwunden. Das ist jetzt schon 4 Monate her. Die Ritter tun alles, um Informationen zu sammeln. Aber wir haben immer noch nicht herausgefunden, was los ist. Ich finde das schön, dass ich immer Aufträge annehme und dabei eigentlich Aufträge beende. Was ist das denn hier eigentlich? Achso, das ist die... Ja, okay. Ja, dann sind wir hier wohl erstmal fertig, so wie ich das verstehe. Wobei hier links sehe ich auch noch ein Ausrufezeichen. Auf der Karte hier oben. Unterstützungsmanagement. Nee, das ist...
Geh nach Miville. Oder das ist das, wo ich dann... Nee, neue Quest, wichtige Quest. Okay. Aber da kann ich jetzt nicht... Oh. Ich habe da jetzt einen Doppelklick drauf gemacht. Theoretisch sollte der mich jetzt zu dem Ausrufezeichen führen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der das jetzt auch wirklich macht. Nee, er scheint... Oder? Doch, jetzt dreht er sich nach links. Beziehungsweise You've arrived in Mayville, Master. Let's register our return point first. Was? Es wäre gut, wenn du einen Auferstehungspunkt in Mayville registrierst. Ich glaube, das sind die hier. Habe ich mal gesehen. Ja, mein Auferstehungspunkt. Perfekt. Shall we get started on gathering information about Estelle's? Suche zuerst das Hauptquartier der Ritter. Okay, Heiler. Was ist mit dem? Keine Auferstehungskrankheit, die geheilt werden muss. Okay. Teleportverwalter. In ein anderes Gebiet begeben, zu einem anderen Punkt begeben. Okay, also da kann man wohl schnell reisen. Das ist cool. Ist. Hier war doch gerade... Da. Genau. Hä, wieso läuft... Ich wollte gerade sagen, wieso läuft die denn jetzt weg? So, bevor wir jetzt hier allerdings weitermachen, würde ich sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Wir haben uns so ein bisschen informiert, was eigentlich passiert ist und haben unsere Abenteuerreise begonnen. Ich werde jetzt noch eben hier vorne mit der Tiki, denke ich mal, ist der Name, ich weiß es nicht, werde ich jetzt noch eben sprechen und danach werde ich das Video dann beenden. Ich verabschiede mich dann schon mal. Und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin der Hauptquartiermeister, der Stahlfaustritter von Mayville. Es ist mein Job, neue Rekruten oder Sternenrufer mit Vorräten zu versorgen. Also nenn mich Quartiermeister Tiki. Ich freue mich darauf, dich in Aktion zu sehen. Vorratskiste, okay. Ja, das war jetzt nicht besonders viel. Deswegen sage ich mal einfach bis zum nächsten Video. Ciao.